So, willkommen zu einem etwas länger gekündigten Let's Play. Und zwar hatte ich ja mal vor Ewigkeiten gesagt, dass ich so Bock auf bisschen speziellere Let's Plays hatte. Ich hatte ja zum einen diesen Schnelldurchlauf da, wo ich einfach so schnell durch die Map gerannt bin. Und dann gibt es halt noch etwas anderes, und zwar ja, das eher schwierigere Let's Play. Brodelboom 21. Woanders. Punkt. Recode. Ja, sieht schon besser aus. Ja, sieht schon fast gut aus. Brauchen wir nur mal ein bisschen größer. So, und zwar ja, Extermination Day mit der aktuellen Version von Brutal Doom. Es kam nämlich mittlerweile wieder eine neue raus. Ich bin gerade komplett auf dem Schlauch. Music, du warst. So. So, jetzt gleich nochmal. Brutaloom 21 Test, und zwar vom Dezember. Die Release-Kandidat Version 4, die laut dem Stargate Mark IV, die wohl letzte Version für diesen Jahres, und nächstes Jahr plant er denn die finale Version rauszubringen. Für 21, mal gucken. Also ich habe hier jetzt noch einen Fehler gefunden, und zwar werden wir das auch gleich sehen. So, was habe ich jetzt gemacht? Wieso habe ich das jetzt zweimal? Moment. Also wir haben erstmal kochen wir du zwei. Dann Brudelum, Hide und Texture Pack, das hat dafür, dann Würdum, und dann kommt, ach ja, ich voll durch. Hier kommt natürlich Extermination Day. E-Day. Und zwar, also Test, und zwar die aktuelle Version. Bei der neuen Version gab es einige Änderungen im Vergleich zur Release-Kandidat Version 3. Das heißt, das Menü wurde etwas umfangreich gestaltet. Man sieht jetzt hier ein bisschen ein paar andere Begriffe. Das Menü ist soweit geblieben. Wir wollen jetzt heute zum ersten Mal im Let's Play Taktik spielen. Allerdings hat sich das hier verändert. Es gibt jetzt wesentlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Und ich habe früher mit dem normalen Realism-Mode gespielt. Das wäre jetzt ungefähr das hier. Das ist praktisch dieses, dass Monster 700 mehr Verteidigung haben. Quatsch. Nee, dass Monster 700% mehr Schaden machen. Heißt also, ich habe, ja, krieg praktisch den achtfachen Schaden. Die Gegner haben nur die halbe Lebenspunkte. Und ja, das ist praktisch dieses klassische Realism-Mode. Da gibt es noch zwei erweiterte Varianten. Das ist genau das gleiche, nur dass die Monster nach 60 Sekunden respawnen, wenn ich hier erledigt habe. Und bei dem ist es auch. Und ja, ansonsten was ist noch egal. Wie gesagt, auf jeden Fall gibt es bei dir die Sachen, wollt die Monster wieder respawnen. Das gibt es jetzt im Tactical Mode auch. In den letzten Mal, wie gesagt. Deswegen werde ich das hier spielen. Das ist quasi das Äquivalent zu dem klassischen Realism Mode. Heißt also, wir spielen ja das eine kündigte Brudeldoom Extermination Day, Realism Mode Taktiker. So. Am Anfang. Give. Backpack. Alte Leier. Oh! Das hat es mir direkt gegeben. Ha! Ich brauche normalerweise nur mit Zeugen. Na gut. So. Brudel. Nee, Quatsch. Extermination Day. Realism und Taktiker. Doch, mal richtig. So. Ja. Bam. So.
Monster sind so auch, glaube ich, mich zu erinnern, auch ein bisschen aggressiver, weil dann, die schießen zum Beispiel schneller. Und, also, die reagieren schneller und die Feuerkugeln von denen fliegen auch etwas schneller. Zumindest was früher so, jetzt gerade stand nicht mehr drin, keine Ahnung, wie das so geblieben ist. So. Haben wir Rüstung, dann haben wir jetzt mal hier der Weitgerung, haben wir schon mal 118 Rüstung. Ansonsten hier war noch, genau, wir haben noch Munition, ein bisschen Leb, hier haben wir alles. Okay. Ja, das einzige Problem, weil wir Little Note nicht nur die Gegner machen mehr Schaden, sondern ich selber mache indirekt auch mehr Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rakete abfeuere und ich selber Splash Damage von meiner eigenen Rakete bekomme, dann kriege ich den achtfachen Schaden. Das heißt also, mit Raketen auf engem Raum hier zu schießen, ist quasi unmöglich, weil ich selbst, wenn ich vorher volle Lebenspunkte hatte, instant von mir selber gekillt werde. Da muss man also jetzt umso mehr aufpassen. Mit Mordenträge. Ach, wie dumm. So, das lassen wir erstmal. Danke, danke, danke. Ansonsten hat sich noch geändert, dass man bestimmte Waffen nicht mehr zweihändig tragen kann. Also die hier, da. Kann man jetzt immer zweihändig tragen. Und das ist der Bug, den ich letztens meinte. Wir haben ja halt diese Waffe, die kann man weiter nicht tragen, ganz normal. Und dann gibt es diese Uzi. Und die kann man normalerweise auch weiter nicht tragen. Nur leider. Nichts unterfern. Nur leider geht das zwar bei der neuen Version zwar auch nicht, dass man die so einfach nicht tragen kann. Aber es geht halt doch. Was? Ne, also normalerweise geht es halt jetzt mit der neuen Version nicht mehr. Da ist der Kippmann die gleiche Meldung wie die hier. Aber irgendwie ist das nicht richtig implementiert und man kann sie doch weiter nicht tragen. Und zwar kann man sie dann nicht mehr zurücknehmen. Heißt also normalerweise drückt man ja einmal, um sie zweihändig zu bekommen und dann nochmal, um wieder nur einhändig zu bekommen. Also einmal klicken, nochmal klicken. So, wenn man das erste Mal klickt, funktioniert es. Und wenn man dann noch mehr klickt, um wieder eine zu bekommen, dann kommt die Meldung, dass man die zweihändig tragen kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Aber gut, ist halt so. Vielleicht wird das noch in der neuen Version gefixt. Also bis zur Release-Version. Ich hoffe, das fällt nicht nur mir auf. Wow. Wow. Halleluja. Persönliches Erleichternis. Da kommt alles wieder in die Ecke. Kann ich das auf einen Schlag besiegen? Hä? Ist das schon gut? So, und jetzt ist Super Survival Horror. Alle sind komplett gestorben. Oder auch nicht. Also normalerweise klappt das. Muss ich ultra aufpassen. Ha. Das hält mich nicht. So. Ich glaube, das ist mal die Karte. Kommt es hier unten erstmal nichts? Nein.
Wow. Wow. Ach ja, was auch noch neu ist. Wow. Fuck, Alter. Wie ihr seht, jetzt gucke ich genau auf die Linie. Bap. Rückstoß. Der kam jetzt auch hinzu. So, jetzt kann ich das Ding öffnen. Hangar Gate hat den auch noch. So. Wow. Her, da kann ich einfach drüber springen und mich da rausrennen. Weil draußen rennt jetzt keine Hit, keine Hitwanner mehr rum. Oder nur normal ist. Können wir mal alle nachladen. Ja, die ist auch noch ein Bug. Habt ihr gerade gesehen. Wenn ich eine habe und umschalte auf die nächste, also auf Dual, dann habe ich wieder 0 Munition. Das ist auch ein bisschen noch buggy. Also bei einigen Waffen soll das wohl gefixt sein, allerdings klappt es offensichtlich nicht bei allen noch nicht. Aber nicht. Dankeschön. Dankeschön. Gutchen. Damit sind wir mit dem ersten Teil der schon mal fertig und können jetzt in die gelbe Tür rein. Das ist doch mal gar nicht so schlecht hier. So, speichern, speichern. Machen wir, tun wir. Oh, was wollte ich jetzt gerade noch gar nicht? Scheiße. Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken. Und zwar die hier? Nein, die hier. Na komm. Wo bist du denn? Na, und wie ihr gerade gesehen habt, die Gegner sterben jetzt auch alle ein bisschen früher. Und das ist halt noch das, was ich meinte. Das ist halt bei dem Realism Mode, bei den Pinkies, zum Beispiel ausrechnen, wenn ich die einmal treffe. Und nicht da, so wie bei Ultra Violence. Ne, mach ich mal nicht auf. Nicht so wie bei Ultra Violence, dass ich da für den Pinky mindestens 2 Schüsse brauche. So, hier war auch noch eine. Ja, langsam kenne ich die neuen Maps. So, langsam kenne ich die neuen Maps auch relativ auswendig. So, gut, dann können wir uns jetzt um den Ausgang kümmern. Dann ist die erste Map quasi auch schon wieder fast vorbei. Dann würde ich mal sagen, haben wir soweit alles. Oder? Ja. Gut. Geht auch gut. Ja, dann mal schauen, ob ich heute noch mal filmen werde. Ansonsten werde ich morgen ist wieder Samstag, also Wochenende ab morgen.
Ab morgen werde ich dann ganz normal die anderen vier Let's Plays weitermachen. Das ist jetzt wirklich nur so rein nebenbei. Einfach nur, weil ich halt Lust drauf habe. Jo. Von daher weiß ich nicht, ob ich jetzt noch schon zweites Level machen werde oder ob ich dann, ob wir uns das nächste Mal erstmal wieder zu einem normalen Let's Play sehen. Weiß ich noch nicht. Von daher, schau mit V.